Grüß euch miteinander. Herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe bei Vollkocher. Wir machen heute eine Ananas-Chili-Suppe mit einer gebratenen Garnele. Ganz kurz möchte ich noch ein bisschen Feedback geben zu meinem letzten Video zur Kaninchenquelle. Da hat mir jemand unten in die Kommentare eingeschrieben, es wäre ein relativ langes Video. Das stimmt. Und ich möchte euch jetzt da einfach ein bisschen Feedback geben, warum und weshalb das so lang ist. Es ist oft einmal ein bisschen eine langwierige Geschichte, bis ich wirklich das Video dann fertig habe. Aber ich möchte wirklich minutiös und Schritt für Schritt erklären, was man machen muss. Das ist vielleicht ein bisschen dem geschuldet, dass in die Videos primär, wo uns ein bisschen was ausgefallen ist, ist auch für die Auszubildenden da draußen mache und denen eben auch zeigt, wie man Schritt für Schritt eben die Soßen zerrt. Also darum bitte um Verständnis, dass manche Videos dann da sehr ausführlich erklärt sind und mit sehr viel Randinformationen bestückt sind. Und hoffe trotzdem weiter, dass man meine Videos trotzdem anschaut. Für mich steht eben auch dieser Wissenstransfer oder dieser Transport von Koch-Know-how ein bisschen am Vordergrund. Und ich hoffe trotzdem, dass es dann für die Nicht-Köche unter euch nicht zu langweilig wird. So, jetzt darf ich sagen, genug gequatscht. Alles, das, was ich mir heute vorgenommen habe, werde ich jetzt in die Tat umsetzen. Schaut's zu, ich sag's. Wie ihr seht, habe ich auch meine Grundzutaten auch schon wieder alle hergekriegt. Ich habe da hinten meine Ananas schon wieder aufgeschnitten. Das sind ungefähr 700 bis 750 Gramm geröstete und geschnittene Ananas. Dann habe ich ein bisschen einen braunen Zucker. In dem Literbecher hinten habe ich ein bisschen Sahne. Vorne, das darf ungefähr 120 Gramm geschnittene Zwiebel sein. Hinten ein bisschen Weißwein. Dann habe ich da eben zwei getrocknete Chilischoten, ein paar Tiger-Garnelen. Und da hinten habe ich ein bisschen einen Geflügelfond. Wenn die Ananas für die Suppen relativ wenig Geschmack hat, weil sie vielleicht noch nicht ganz so reif ist, dann könnt ihr auch aus der Dose ruhig ein bisschen an Ananassaft oder so Ananasscheiben mit dazu schmeißen. Wer keinen Geflügelfond nicht hat, der kann auch ruhig mit Wasser aufgersten und das Ganze alles ein bisschen mit einem Suppenpulver abschmecken. Geht genauso und ich sage einmal, für einen Haushalt ist dagegen auch überhaupt nicht einzuwenden. So, jetzt geben wir uns auch schon unsere schnittenen Zwiebeln da rein. Schwitzen das Ganze da einmal um. Wenn das Ganze dann ein bisschen glasig geschwitzt ist, dann geben wir uns da schon die Ananas mit drauf. Schwitzen das Ganze einfach ein bisschen mit. Ich habe jetzt da auch zwei verschiedene Arten von Chili. Ich habe einmal die getrocknete vom letzten Sommer aus dem Garten. Und dann habe ich da noch ein bisschen eine gemahlene, die habe ich mir mal gekauft, das sind die eher scharfen. Die Ringerl werde ich dann wahrscheinlich eher zum Ausgarnieren hernehmen und zum Würzen der Suppe gebe ich mein gekauftes Produkt. Wenn dann alles ein bisschen angeschwitzt ist, dann gebe ich mir da ein bisschen von dem braunen Zucker mit drauf und lasse das Ganze dann ein wenig karamellisieren. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, wie süß die Ananas ist, also wenn sie die Ananas kaufen darf, schaut eher ein bisschen drauf, dass schon eine reife oder überreife Ananas kriegt, weil das geschmacklich einfach besser ist. So, jetzt lasst den Zucker da einfach ein bisschen karamellisieren, lasst das Ei reduzieren und gärt dann mit ein bisschen an Weißwein auf. Jetzt könnt ihr auch schon gleich ein bisschen was von den Chili mit reingeben. Vorsichtig dosieren am Anfang, weil der Chili auf einmal scharf wird, je länger er kocht wird. Jetzt haben wir auch schon soweit, dass wir mal mit Weißwein aufgießen können. Ihr seht, der Zucker karamellisiert ganz leicht. Das darf auch mit durch den braunen Zucker ruhig ein bisschen also eine ganz leichte Farbe nehmen. Und jetzt wäre ja im gleichen Atemzug auch mit dem Geflügelfond aufgegessen. Ich gebe am Anfang immer ein bisschen weniger, weil es ist immer leichter noch was nachgeben, als wieder irgendwo was rausnehmen.
koche das Ganze dann so 20, 25 Minuten und werde das Ganze dann pürieren. Durch ein feines Haarsieb streichen und mehr oder weniger nochmal abschmecken. So, die Suppe ist jetzt gleich mal fertig zum Pürieren und hat auch noch relativ stark reduziert. Das heißt, ich werde noch mit ein bisschen Wasser strecken müssen. So, wie ihr seht, die Ananassuppe ist jetzt fertig püriert und die lassen wir uns jetzt durch ein feines Haarsieb in einen anderen Topf einlaufen. So, wir geben uns jetzt da schon was drauf. Pürieren das, passieren das Ganze. Und ihr seht selber, wie viel von der Ananas da übrig bleibt. Wer das natürlich ganz gern in seiner Suppe drin hat, der kann das natürlich gern drin lassen. Ich finde es einfach feiner und leckerer, wenn man sich das Ganze einfach ein bisschen rauspüriert und rauspassiert. Ich finde, es stört einfach ein wenig beim Essen. Die Suppe ist jetzt passiert und eigentlich fertig zum Vollenden. Derzeit die Suppen mit ein bisschen fertigen Mehlschwitze oder mit der Ruhe oder eben mit der angerührten Speisestärke ein kleines bisschen abdicken. So, jetzt geben wir uns da schon langsam die angerührte Speisestärke drunter, dicken das Ganze ein wenig ein. So, jetzt gebe ich die Sahne mit dazu. War dazu eigentlich fertig. Es ist abgedickt, ich gebe jetzt die Stärke drunter und werde das Ganze noch mal ein bisschen abschmecken. Ich kümmere mich dann um meine Garnelen und eben um die Toastbrotscheibchen und war dann eigentlich schon soweit zum Anrichten. In die Suppe, wann angerichtet wird, geben wir uns hinterher Toastbrotscheiben angeröstet. Da gingen die Garnelen dann eben drauf. Dann nehmt ihr euch einen Ausstecher und stecht euch da einfach so Weißbrottaler aus. Und diese Weißbrottaler werdet ihr euch in der Pfanne einfach ein bisschen braun rösten. So schaut das dann aus. So, ich gebe ein bisschen Butter in das Pfandl, mache da meine Weißbrottaler fertig. So, da habe ich jetzt meine Weißbrottaler drin. In der gefetteten bzw. der gebutterten Pfanne lasse ich das ein ganz kleines bisschen Farbe nehmen. Dreh das Ganze dann um, nimm die raus und werde auch da drin gleich mal meine Garnelen anschwenken. Und so schauen die fertigen Weißbrottaler aus, wenn sie aus der Pfanne gekommen sind, die praktisch in die Suppe da reingehen. Meine Garnelen, die würze ich jetzt mit ein bisschen am Paprika. Dann gebe ich da ein bisschen Salz drauf. Dann nehme ich ganz gerne ein grobes Salz. Okay. Meersalz oder Himalaya-Salz. Ringel am Pfeffer. Dann vermenge das Ganze. Ich habe jetzt ein paar Garnelen mehr, weil die Kinder gern Garnelen essen. So, dann brate ich mir das Ganze scharf an und gebe das dann in die Suppe mit dazu. Garnelen dann schon in der Pfanne. Nachdem wir jetzt alles beieinander haben, darf ich sagen, wir richten einfach. Zum Ausgarnieren kennt ihr euch da ruhig. Ein bisschen Milch aufkochen, das Ganze aufschäumen und den Schaum dann eben ausgarnieren tue ich das Ganze dann da noch mit ein paar Chilifäden. Ein bisschen was Grünes, wenn ihr habt. So, und schon ist die Ananas-Chili-Suppe
mit den Garnelen und mit dem Weißbrotkarton. Ja. So schaut das Ganze dann fertig aus, wenn es am Tisch steht. Ich möchte euch nur noch mal darauf hinweisen, ich habe auch nichts mehr noch würzen müssen, das hat von Anfang an so passt. So, das war es ja jetzt schon wieder für heute. War heute ein bisschen eine schnellere Nummer, aber ein bisschen was Extravagantes. Probiert es ruhig einmal aus, wenn ihr Gäste haben habt. Die werden begeistert sein. Jo, ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Bildchen den Daumen hoch, Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, das Glöckelein wiederum betätigen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaut und es wieder heißt mit Volldampf beim Vollkocher. Danke, wird euch.